Guten Tag und herzlich willkommen in Hockenheim, Heimat des Großen Preises von Deutschland, für die heutige Trainingssession. Für einige der besten Fahrer ist es ein großes Wochenende, da sie auf heimatlichem Boden punkten möchten. Wir werden in Kürze loslegen und sehen, wie sie vorwärts kommen. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Zeit bringt dich auf P2. P2 mit der letzten Runde. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es... Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet.
bist nun auf P7. In Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hülkenberg, Alonso und Kevin Magnussen. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Heute begrüßen wir Sie aus Deutschland zum Qualifying auf dem berühmten Hockenheimring. In den nächsten Minuten wird die Ampel in der Boxengasse grün und dann geht's los. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen.
Okay, wir können dich diese Runde reinholen.
30 Sekunden in dieser Session. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Du bist auf P20. P20. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es dir gut geht. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, Bottas und Kimi Räikkönen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Willkommen zum heutigen Meisterschaftsrennen, das wohl eine richtig enge Kiste werden wird. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 209 km/h ist der Hockenheimring eine der schnelleren Strecken, die es auf 17 Kurven und eine Länge von 4,51 km bringt. Die Haupt-DRS-Zone durch die Parabolika mündet in einer Haarnadelkurve, die natürlich die beste Überholmöglichkeit darstellt. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Verstappen, Daniel Ricciardo und Ocon. Leclerc, Hülkenberg, Perez und Fernando Alonso. Sainz Jr., Magnussen, Romain Grosjean und Hartley. Stroll, Gasly, Sergei Sirotkin und Stoffel van Dorn. Eriksson und Lewis Hamilton vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen.
Zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird.
weichen Reifen weiterfahren. Hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir.
Box. Valtteri an der Box. Wir können dich jetzt nicht reinholen. Komm in der nächsten Runde an die Box. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Ein paar Informationen zu Sainz. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Grüne Flagge. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, damit wir uns dem Feld nähern.
langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Das Rennen geht weiter. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. In etwa 10 bis 15 Minuten drehen.
DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. We'll be right back.
zum Auto vor uns beträgt 5,1 Sekunden. Das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Und jetzt wird es Zeit fürs